wenn ich mir die Umfragezahlen betrachte, dann fällt ja zunächst mal auf, dass so viele Menschen mehr Putin vertrauen, obwohl die veröffentlichte Meinung und die politischen Statements in unserem Land ja diametral dagegen sind. Also in den Medien und Trump in der Politik. Das Wort Vertrauen ist der Fehl am Platz bei der Umfrage. Nicht vielleicht ich auch mal den Gedanken zu Ende. Nur so. Ja. Dass also das, was die Bevölkerung sagt, was die Bevölkerung empfindet, nicht übereinstimmt mit dem, was in den Medien ist. Ist mir aufgefallen. Das muss ich ja nicht kommentieren und Sie erstmal auch nicht. Was mir hier in der Runde auffällt, ist, dass wir uns hier einer sehr unhistorischen Betrachtungsweise hingeben. Denn wenn wir Realität im Moment versuchen zu beurteilen, wie Putin sich verhält, dann wäre es sicher sinnvoll, wenn wir uns die letzten Jahre und Jahrzehnte mal insofern anschauen, was unser Teil an der jetzigen Situation, unser Anteil, der westliche Anteil an der jetzigen Situation ist. Und wenn zum Beispiel gesagt wird, Putins Interesse ist es, die EU zu zerstören, dann ist das allenfalls die halbe Wahrheit. Wenn sich allerdings Europa, die EU, zum Bollwerk gegen Russland aufbaut, dann ist es klar, auch das muss man nicht kommentieren, dann ist es klar, dass es nicht im Interesse von Russland ist, dass es eine funktionsfähige EU gibt. Aber jetzt mal die Dinge auf die Füße gestellt. Es ist im Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Es ist im Interesse Russlands, die EU als Partner zu haben. Okay. Und wenn wir können Dinge kritisieren in der Ukraine, in Syrien, da ist es immer auch ganz gut, wenn man die Zusammenhänge mal darstellt und nicht nur so punktuell Schuldige versucht auszumachen. Wir sind durch diese Eskalation der letzten Jahre und Jahrzehnte in eine Situation geraten, die wirklich gefährlich ist. Und von daher scheint mir der wesentliche Punkt zu sein, darüber zu diskutieren, welche Optionen hat der Westen zu reagieren auf Politik und wie kommen wir aus dieser wirklich sehr verfahrenen und nicht ungefährlichen Lage heraus, das auf zivilisierte Art und Weise. Das werden wir sicher tun. Wir machen ein paar Punkte bis dahin. Meine Beobachtung war nur die, ich habe das Gefühl, dass in den Medien in Deutschland sowohl Trump als auch Putin nicht besonders freundlich betrachtet werden. Um es vorsichtig zu formulieren, deswegen hatte ich das Gefühl, also da könnte man sich fast ein Gleichgewicht denken. So, haben Sie das Gefühl, dass es sozusagen immer dasselbe Spiel? Man wird sozusagen, Russland hält immer für etwas her, woran es nicht schuld ist? Nein, das ist im Grunde genommen, finde ich, die Diskussion, die wir hier führen, reichlich abenteuerlich. Es gibt, um am Anfang anzufangen, es gibt den Fakt, dass es sich in Salisbury um ein barbarisches Verbrechen handelt. Das ist ein Fakt. So. Es gibt den Fakt, dass sich die englische Regierung nicht an das vorgesehene Verfahren gehalten hat. Jetzt mal Ruhe, bitte, für meinen Gedanken. Das ist nett. Es gibt den Fakt, dass bis jetzt nichts bewiesen ist. Und es gibt den Fakt, dass wir als Bevölkerung durchaus auch schon in vielen Fällen mit Fakten, sogenannten Fakten, konfrontiert worden sind, die sich dann im Endeffekt als nicht wahr herausgestellt haben. Was ich wirklich sinnvoll und hilfreich fände, wenn Sie Putin nehmen und von seiner ersten Amtszeit ausgehen bis heute, und dann jetzt ja über Krim und über Ukraine und über Syrien reden, dann wäre es vielleicht mal sinnvoll, um aus dieser Situation rauszukommen und uns konstruktiv zu drehen, dann wäre es vielleicht mal sinnvoll, das Augenmerk darauf zu richten, was in der ersten Amtszeit Putins an Angeboten an den Westen gelaufen ist, was vom Westen ignoriert wurde. Ich will das jetzt gar nicht in allen Einzelheiten, das kann man nachlesen, das kann man sehen. Die Frage ist nur, kann er heute alles machen? Das wäre ja dann die Schlussfolgerung. Wollen Sie Zoff oder wollen Sie Gedanken austauschen? Ich wollte Gedanken austauschen. Gerne. Sie sagen ja immer, dass ich die falschen Fragen stelle und ich versuche dann meine Fragen dann zu untermauern. Aber es geht doch darum, wir sind doch in einer Situation, wer will das bestreiten, dass wir wirklich in einer Risikozeit leben. Ja. Dagegen waren die Zeiten des Kalten Krieges sehr, sehr verlässlich. Mhm. Brauchen wir wirklich wieder so eine Situation wie Kuba, um endlich umzudenken? Es nützt doch nichts. Sie brauchen mir nicht zu unterstellen, dass ich irgendwie Putin ständig verteidige. Nee. Ich versuche was ganz anderes. Ich versuche als Journalist meinen Job zu machen und Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären und auch mal Perspektivwechsel vorzunehmen.
vorzunehmen, nicht weil ich die Perspektive teile, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass man andere Perspektiven kennen muss, ja, um um richtige politische Entscheidungen zu treffen. Ich verstehe, denn wer von falschen Voraussetzungen ausgeht, der trifft auch falsche Entscheidungen. Und den Satz noch: Wer in der Wirtschaft falsche Entscheidungen trifft, das kostet Geld. Mhm. Wer in der Politik falsche Entscheidungen trifft, da kostet es hin und wieder den Frieden. Und ich begreife nicht, dass wir hier in der Runde nicht darüber reden, wie wir eine Politik so machen können, dass wir von mir aus alles Mögliche verurteilen, was sich sonst wo in der Welt abspielt. Aber dass wir konstruktiv da rauskommen, okay, und überlegen, ob eine Entspannungspolitik, eine neue Entspannungspolitik der augenblicklichen Situation gerechter wird als diese Eskalationsspirale, an der wir kräftig weiterdrehen. Frau Wagenknecht, was wäre denn die Alternative zu Sanktionen? Sie fordern ja immer, lasst uns die Sanktionen aufheben. Es gibt im politischen Berlin Menschen wie Wolfgang Kubicki von der FDP, der sich Ihnen anschließt. Was wäre denn die Alternative, um Einfluss zu nehmen auf... Also ich meine, wir haben ja jetzt eine gewisse Zeit diese Sanktionen gehabt. Und wir müssen ja irgendwie Bilanz ziehen. Haben die irgendwas gebracht? Haben die irgendetwas verbessert? Haben sie irgendein Problem gelöst? Und sei es auch nur in der Ukraine, dafür waren sie ja offiziell da. Und sie haben kein Problem gelöst. Und deswegen müssen wir doch einfach zu dem Schluss kommen, auf diese Art kommen wir ja gar nicht weiter. Also selbst wenn man das für sinnvoll hält, kommt man so nicht weiter. Wir haben auch gerade herausgearbeitet, die Sanktionen erschweren natürlich in Russland die Wirtschaftspolitik, wobei sie in bestimmten Bereichen sogar ermöglicht haben, dass dort eigene Industrien wieder entstanden sind oder in der Landwirtschaft zumindest eigenes wieder produziert wurde. Aber insgesamt trifft es vor allem die Menschen. Was ist die schaden auch uns, also sie schaden unserer Wirtschaft, gerade auch der deutschen Wirtschaft in sehr erheblichem Maße. So, deswegen finde ich, sollte ein neuer Anfang gemacht werden. Frau Krone-Schmalz hat vorhin den Begriff gebracht, neue Entspannungspolitik. Ich meine, wie war das damals, als Willy Brandt die neue Ostpolitik verkündete? Da war tatsächlich noch die Sowjetunion die Sowjetunion. Also ich meine, heute hat das mit dem Sowjetmodell nichts mehr zu tun. Das ist wirklich ein Oligarchenkapitalismus. Das ist nichts mehr mit dem damaligen Modell. Aber damals gab es zwei hochgerüstete Blöcke. Es gab eine extreme Kriegsgefahr. Mhm. Und Willy Brandt hat, und ich finde zu Recht, argumentiert, wir hier in Europa, wir können unseren Frieden, unsere Sicherheit nicht gegen Russland oder damals auch gegen die Sowjetunion sichern. Wir können es nur mit ihnen gemeinsam. Und Wandel deswegen müssen wir versuchen, in Form einer Zusammenarbeit, in Form eines Interessenausgleichs, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und ich glaube, diese Grundeinschätzung, die gilt auch für heute. Wir als Europäer müssen ein Interesse daran haben, mit Russland stabile Beziehungen zu entwickeln. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles gut finden, was in Moskau entschieden wird. Also überhaupt nicht. Ich habe keine Sympathie für das russische System und für Oligarchenvermögen auch nicht. Also ich bin immer dafür, dass solche Vermögen, wenn sie Steuern hinterziehen, auch eingezogen werden. Aber das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. So. Letzten Punkt noch zu Herrn Brok möchte ich gerne sagen. Ich finde auch wirklich, diese Heuchelei, wie hier immer mit zweierlei Maß gemessen wird, die finde ich unerträglich. Ich verurteile Völkerrechtsbrüche. Grenzen zu verschieben ohne Einwilligung des Staates ist ein Völkerrechtsbruch. Das stimmt. Das ist in der Ukraine geschehen mit der Krim. Das ist vorher geschehen im Kosovo. Das ist vorher geschehen im Kosovo. Da haben die EU-Staaten nicht nur keine Sanktionen verhängt, die haben das halt anerkannt. Oder sie haben gesagt, er führt Krieg in Syrien. Ja, wer führt denn alles Krieg in Syrien? Also ich meine, der Syrienkrieg ist ein Ergebnis auch des Irakkriegs. Die USA bomben dort, andere bomben dort. Also ich finde, das ist nicht unerträglich. Also sie wiederholen seit 30 Jahren Kosovo. Nein, die Serben haben Kosovo ein Völkermord gemacht. Und dieser Völkermord ist beendet worden. War da ein völliger und anderer Angelegenheit. Bitte hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay, aber